Diese Honigbienen leben nicht etwa auf einem Feld, sondern mitten in Regensburg. Urban Beekeeping, also städtisches Imkern, heißt das. Stefan Dächernd hält auf seiner Dachterrasse drei Bienenvölker. Zum Imkern gekommen ist er durch Zufall beim Spazierengehen. Da hat er einen Schwarm Wildbienen beobachtet und ist dann auf einen Imkerkurs beim Imkerverein Regensburg Nord gestoßen. Wo man dann einfach einen Sommer lang die imkerlichen Arbeiten mit betreuen kann und da einfach mitläuft und einfach mal sieht, wie das alles abläuft. Und das war eigentlich so der Grundstock oder auch der Beginn meiner Imkerei, ja. Was im ersten Augenblick völlig absurd klingt, die Bienen finden in der Stadt tatsächlich ausreichend Nahrung. Tobias Niebauer, Vorstand des Imkervereins Regensburg Nord, erklärt, warum die Stadt ein guter Lebensraum für die Honigbiene ist. Wir haben im Frühjahr jetzt eben die Frühjahrsblüte mit der Obstblüte. Und wenn man am Rand der Stadt ist, vielleicht auch sogar noch Raps irgendwo. Wenn das dann durch ist, ist in der Stadt natürlich, geht es dann eigentlich durchgehend weiter mit Robinie, Scheinakazie. Und dann Linde, was in dem im Prinzip auch sehr tolle Trachtpflanzen sind für Bienen. Und natürlich die Parks, Schrebergärten und Friedhöfe, wenn man so mit ein, und die ganzen Gärten an sich. Jeder, der möchte, kann sich beim ortsansässigen Imkerverein informieren und einen Imkerkurs machen. Doch man sollte Zeit, Neugierde und Offenheit mitbringen, sagt Stefan Dächernd. Problematisch ist dann manchmal nur der Umzug der Bienen. Im Auto kann man das ganz normal transportieren. Und ansonsten haben wir es dann zu zweit nachts hochgetragen, damit wir einfach die Nachbarn nicht stören. Und für den Fall, dass uns ein paar Bienen auskommen, dass die auch nicht wild im Treppenhaus rumfliegen, darum haben wir die tatsächlich nachts hochgetragen. Honigbienen produzieren in Bayern im Schnitt etwa 40 Kilogramm Honig. Und damit sind sie fleißiger als die deutsche Durchschnittsbiene. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.